Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecues von Deutschlands schönster Insel aus dem wunderschönen Mallorca. Wir fangen heute einen Fisch und wir werden den hier vor Ort in diesem Ambiente grillen. Wird ein geiler Fisch, kann ich euch schon versprechen, weil wir haben ihn schon gefangen. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, was soll ich euch sagen? Der dicke Bauch ist rausgedrückt, die Rute ist krumm. Wir haben einen Thunfisch dran in Albacor. Und den ziehen wir jetzt an Land. Ich steck mal an hier. Ein absolut harter Drill. Oh. Geil. Und dann nimmt er manchmal eine Schnur. Und das Schöne ist, die Jungs, die bringen euch den Fisch. Und zwischendurch denkst du, du kriegst keinen. Das alte Hirsch, oh, kommt der mir entgegen. Oh, jetzt ist er weg. Du denkst, du kriegst keinen. Aber die Jungs sagen, wir fahren. Die kommen, die Fische. Geil! Mega! Geil! Oh, sieht Speer? Ja, Klaus. Speer? Thunfisch. Ja. Thun. Ne? Der heißt Thunfisch. Nee, der ist so flach. Und ich flach. Hey! Oh! Pass, pass! Was? Alter, was ist das denn? Wir gehen hier richtig seitwärts. Kannst du mir das? Also einiges an Hängblick hier an Bord. Ja. Wir gucken, ob das verwertbarer ja. ist, ob ein Albacor ist oder ein Bluefin. Bluefin hat hier eine Saison. Na, geht's gut. Jetzt sind wir wieder alleine, ey. Ja. Ein guter Kämpfer. Der ist die ganze Zeit Oberfläche. Also der Kampf geht weiter. Ja, ja. Komm. Alter! Was ist der denn? Da! Ja, Spaß von halten. Schön. Go. Da ist so ein Dreckskämpfer. Also ich glaube, es ist ein Bluefin. Also ich glaube, alle anderen glauben, es ist ein Bluefin. Ich glaube, es ist ein Weltrekord weißer Thunfisch. Mal gucken, ist von Binnen. Sollen wir beide direkt sehen? Und pumpen. Rollen. Hochpumpen. Rollen. Pumpen. Und rollen, so einfach macht man das. Fischi, alle anderen ist bloß Forellenpuff, ehrlich. Was ist denn der? Ist jetzt ganz flach oben jetzt, wa? Ich meine, der muss doch auffällig sein wie eine Sau, oder? Alter, der hat genau Meter, hat der. Genau Spannung halt jetzt, ne? Und nicht nachgehen. Skippy! Ja. Skipjack-Tun! Vor! Skipjack-Tun! Was? Bisschen vor! Ja? Jawohl! Okay. Erster Win! Schönes Teil! Alter. Wow! Jetzt guck dir mal den Rücken an! Guck dir mal auf den Rücken an! Wie ist das? Wie ist das? Das ist einzig geil! Alter! Pindy! Wow. Hey. Geil! Oh, was für eine Keule, du! Alter, was soll ich sagen? Hammer, hab ich den immer hoch hier. Skippy, kann sich aber wehtun, nicht? Nee. Nein. Alter. Mein erster Thunfisch. Ein Skipjack-Thun. Ich bin K.O., wir holen Luft. Also verwangeln ein bisschen weiter und dann werden wir den zerlegen und grillen. Oder in einer Kollegen hoch, bleib ruhig, Junge. Der freut sich schon. Er hat 20 Minuten Drill, ich bin fertig wie eine Sau, wirklich. Richtig Sport. Mega! Und jetzt machen wir ein paar Fotos dafür. Die, wenn ihr die sehen wollt, auf Insta, entweder bei mir oder noch viel besser, wenn ihr auf so eine Foto steht, Marbaleali, nämlich auch auf Insta, könnt ihr euch halt angucken. Und dann sage ich schon nochmal, wenn ihr selber Bock habt auf so ein Fishing-Abenteuer, dann Marbaleali auf Mallorca. Da sind sie angewiesen. David Wenzel, Lieblingsangler, meine Wenigkeit, Stefan Seuss, also jeder, der im Mittelmeer geil angeln will, ruft die Jungs an, macht einen Termin, fährt mit denen raus und wirklich geile Fische. So, und so sieht der Grill aus, den wir verwenden. Das ist ein Magma-Grill. Den baut der Marek hier direkt aufs Boot auf. Wenn du jetzt hier liegst, ist es so wunderschön. Du hast hier praktisch die anderen Boote, Yachten, alles um dich rum. Vorne Menschen, die Wassersport machen, da hinten die Strände belebt. Hier direkt so eine kleine Küste, da kannst du ranschwimmen mit alter Kunden, kannst du ein bisschen schnorcheln. Das Wasser hier unten, kann man ja die Fische erkennen, ist... Also 8 Meter, 10 Meter, also fast unendliche Sichttiefe. Wunderschön. Hinten hast du so ein paar Bettenbogen, aber das ist nicht schlimm. Man ist auf sich konzentriert. Ja, und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir jetzt an Zutaten haben. Und dann fangen wir direkt an zu grillen. Ich freue mich.
Der liebe Marek ist jetzt von Marbari. Wir müssen mal das Logo zeigen, was ich noch nie erwähnt habe. Das sind die Jungs. Und du schnellst jetzt mal so ein Filet raus. Guck mal. Ui, der nett. Und das ist sehr schön, dass das alles hier erledigt wird. Ihr müsst also sich um nichts Gedanken machen. Ihr könnt angeln, die Angeln sind vorbereitet, alle Angeln sind da, die wissen, wo sie hinfahren müssen. Wir helfen euch, den Fisch zu kommen. Und nachher wisst ihr auch, mit dem Fisch was anzufangen. Grillen und kochen können die auch, aber heute das Grillen mache ich selber. Also Fisch zerlegen, muss man wirklich sagen, das machen Profis viel besser. Das macht 2 Schnitte. Und dann geht das los. Das ist das Problem. Nicht schneiden. Ja, da einen Längsschnitt lang. Und dann nochmal da immer bis nach unten runter. Und guck mal. Und schon ist er aufgeklappt und guckt euch diese wunderbar rote Fleisch an. Wenn man nicht besser wüsste, würde man sagen, es ist Grillfleisch. Aber tun kann was. Und den werden wir jetzt grillen. So, scharfe Messer und Brett ist auch am Start. Ich hau den aber nicht drin, weil wir haben hier so eine flexible Klinge. Und da tut man sich nur weh mit. Und so, ich würde jetzt erstmal hier so ein bisschen bei dem Stück hier so. So, oh, hier so einen Schnitt runter. Dann haben wir schon mal ein schönes Stück vorbereitet. Guckt euch mal an, wie mega gut das aussieht. Und da lösen wir jetzt die Haut immer ab. Haut runter, guck mal, jetzt hast du hier manchmal so ein paar graue Stücken. Diese Blutlinien, die machen wir weg. Weil die werden, am Ende können die immer so ein bisschen tranig werden, müssen nicht, können aber. Und ich schneide die wirklich großzügig mit einem scharfen Messer weg. Dass wir nur noch rotes Fleisch übrig haben. Ja, das ist natürlich an Land besser, wird nicht so wackelt. Und wenn ihr Angst vor Seekrankheit habt, da habe ich einen Tipp für euch. Reisetabletten, die regeln. Und in dem Moment, wo ein Fisch dran ist, da schaukelt nichts mehr. Und jetzt nehmen wir diese Steakstücken und schneiden hier schön jeweils die einzelnen Filets runter. Mega Messer hier durch wie durch Butter. Sieht super aus, riecht eher nach Fleisch als nach Fisch. Jetzt bauen wir uns hier so ein schönes kleines. Ein schönes Kleeblatt hier zusammen. Also hier wie original, wie aus dem Fisch komplett raus. Geil. Jetzt haben wir ein bisschen Sojasauce rein gemacht. Ich mag das super gerne. Und wir haben Olivenöl drauf. Wird richtig cremig, das Fleisch. Und das geht jetzt mal den Grill hoch und dann wird auch gegrillt. So, was soll ich euch sagen? Dieses Messer und dieser Finger, es steht 1:0 fürs Messer. Habe ich mir tatsächlich bei 1000 Rädern Videos das zweite Mal geschafft zu stechen an dieser Stelle. Ja. Deshalb normalerweise lasst die Profis machen. Die Jungs erledigen das für euch. Ja. So, da ist der Grill, hier ist unser Fleisch. Wenn jetzt ganz schnell los, immer ganz kurz ruf. Wenn ihr euch den Grillen sparen wollt, das Fleisch ist so geil, der Fisch, dass wir euch sogar den Grillen sparen könntet. Aber wir wollen hier grillen und schlechter macht ihr das auch nicht. Blubbern und Brutzeln, wie sich das gehört. Also leichte Rauchwölkchen steigen hier auf von der Yacht. Das muss ja so sein. Jetzt drehen wir unser Fisch immer um. Ganz kleines Schachbrettmuster. Mehr braucht es nicht. Oh, herrlich. Und Deckel ruhig offen lassen. Macht euch da keinen Stress. So, ihr nascht schon wieder im Hintergrund, also hilft nicht. Runter mit dem Thunfisch. Wirklich, das reicht, wenn er von außen immer angegangen ist. Perfekt. Super. So, das eine Messer hat mich gebissen, deshalb nehme ich jetzt ein anderes. Das hat mich nämlich bei mir enttäuscht. Das war einfach ganz dünn mit dem Messer durch. Und jetzt hast du außen den leicht angegrillten Rand und in der Mitte das, den Thun, so wie du ihn haben willst. Ganz, ganz, ganz geil. Oh, ich freue mich. Und das stellen wir jetzt schön auf, legen uns immer hin und dann kommt Salz. Das sieht vom ersten Blick aus wie Entenbrust. Ja? Oder so? Ja, du hast keine YouTube-Kamera-Auge, ich merke das schon. Und dann kommt unser Freund den Salz ins Spiel. Da salzen wir immer soft drüber. Wir haben in der Sojasauce schon ein bisschen Salz drin, aber hier schadet es nicht, nochmal mit damit zuzunehmen. Und dann sind wir schon am Ziel. Ich nehme mir so eine wirklich mega geil, ganz handwarm angegrillte Tranche. So sehen die aus. Ich schwanke noch. Auf euch. Denn die hohle Birne. Die Jungs warten schon. Die warten alle. Im Hintergrund sind die alle schon als Gier im Warten. Und es ist so gut. Frisch aus dem Meer. Du hast mit deinen Freunden und deinen lieben Jude Zeit.
angelst, du grillst. Viele Grüße an euch, die jetzt gerade zu Hause sitzt, und nehmt euch das vielleicht für die Zukunft mal vor. Oder geht an See und angelt da, holt euch da was Frisches draus oder macht das hier in so einem tollen Ambiente. Auf alle Fälle nutzt die Zeit mit euch und eurer Familie, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Und grillt was Schönes. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Das ist so gut. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.